Der Freitag entwickelt sich immer ein relativ volatiler Handelstag. Hier bei AMC Entertainment habe ich heute bei meinem Broker ein Minus von 11% im Depot reingeballert gekriegt. Und bei der US-amerikanischen Börse sehen wir ein kleines Plus von 1,5%. Wo ist der Unterschied? Wieso gibt es aktuell diese differenzialen Unterschiede? In Kombination dessen haben wir heute extrem spannende und durchaus interessante News dabei. Es gibt weitere interessante Möglichkeiten für den Aufbau von Kryptowährung und sozusagen auch die Zahlungen mit Kryptowährung. Währung, das Ganze hängt mit AMC Entertainment zusammen und ebenfalls bei GameStop auch ebenfalls eine relativ positive Nachricht. Das alles im heutigen Video in Kombination mit dem allgemeinen Marktüberblick, mit dem Volumen bezüglich der Darkpools und natürlich auch mit der Shortquote und nicht zu vergessen die technische Chartanalyse. Alles im heutigen Video, dranbleiben, lohnt sich abonnieren, definitiv auch an der Stelle. Aber erstmal moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal Trading Show. Ich würde sagen, wir fangen direkt mit den zwei positiven News an, gehen dann weiter in die allgemeinen Aktienmärkte, im Volumen natürlich mit der bereits erwähnten Shortquote, dann gucken wir uns nochmal kurz was zur Nachfrage an und dann am Ende die für gewöhnliche Chartanalyse mit einzelnen Prognosen und vielleicht auch mit Aussichten hier bezüglich AMC Entertainment. Und ich würde sagen, wir haben direkt zwei wunderbare News am Start, wir bleiben erstmal bei AMC Entertainment und machen dann noch einen kurzen Sprung hier weiter zu GameStop. Hier gucken wir uns diesen Artikel kurz an. Wir kennen das ja von AMC Entertainment, sie machen teilweise relativ witzige Aktionen, zum Beispiel, dass man als Aktionär immer frei Popcorn kriegt, ist natürlich sehr amüsant, auch gerade für uns als Aktionäre und gerade hier haben sie meines Erachtens auch wieder eine sehr, sehr amüsant, aber durchaus gut verpackte Information für uns hier rausgeballert. Wir gucken einfach mal die Überschrift an, der CEO von AMC gibt einen Zeitplan an, wann die Kinokette Dogecoin und Shiba Uno oder Inu routiniert für alle Zahlungen akzeptieren wird. Ja, das sind beides einzelne Kryptowährungen. Dogecoin und Shiba Uni sind mehr oder weniger auch relativ spekulative und volatile Kryptowährungen und diese wollt ihr sozusagen jetzt hier in das Geschäftsmodell integrieren und gerade auch dazu dann dieses einzelne Bezahlung, gerade auch für online einzelne Tickets hier ermöglichen. Es gibt sogar noch einen kleinen Punkt, der da drauf kommt und zwar kriegt man im Falle einer Online-Ermäßigung mit den jeweiligen bereits genannten Kryptowährungen sogar einzelne billige Rabatte. Das heißt, man kommt da sozusagen noch relativ günstiger sozusagen als die durchschnittliche Masse rein. So, und damit würde ich sagen, kommen wir weiter und gucken uns die nächste News hier an von GameStop. Auch hier werden bald interessante weitere Wege fortgeführt. Wir gucken uns einmal kurz hier die ersten paar Sätze an. Das Ganze ist wie immer in der Videobeschreibung auch vermerkt. Die Aktienkurse von GameStop liegen im Overnight-Handel sozusagen im nachbörslichen Bereich und steigen am Freitagmorgen, also der 7. Januar noch. Nachdem bekannt wurde, dass der Videospielhändler Meme-Aktien Reddit Cult Favorite ein Team für eine neue Ableitung für Kryptowährung nicht fungierte Tokens, also NFTs heißen das, einstellen. Es ist sehr interessant, das heißt, sie wollen sich mit diesem NFT-Bereich beschäftigen, wer jetzt noch nicht so richtig weiß, was es ist. Ich glaube, die meisten wissen es, es sind einfach sozusagen einzelne Bilder, darauf ein Code ist und diese kodierten Bilder läuft alles über das ganze Kryptosystem, also alles dezentral. Man kauft sozusagen, es ist ein riesiger Marktplatz wie bei Kryptowährungen prinzipiell auch und diese NFTs, die werden sozusagen auf diesem Marktplatz immer verkauft und gekauft. Es gibt einzelne Begrenzungen, das sind Unikate teilweise und jeder Ersteller hat natürlich dann die gewissen Rechte beziehungsweise ja die einzelnen Copyright-Rechte auf dieses gemäßige Bild. Und gerade da ist es natürlich sehr interessant, dass sich hier die GameStop-Community beziehungsweise im Allgemeinen GameStop, das Unternehmen, sich damit beschäftigen will und gerade auch da wieder ein Team dahingegen einstellt. Sehr interessante Situation, hat teilweise auch dazu beigetragen, dass die Aktien dann hier auch von GameStop um ca. 26% am gestrigen Abend noch gestiegen ist. Ebenfalls ist auch die AMC Entertainment Aktie am gestrigen Abend etwas mehr gestiegen, aber jetzt stellt sich die Frage, wieso sehen wir das Ganze nicht? Wieso sehen wir jetzt hier keinen wunderbaren, extrem großen Balken, der vielleicht ungefähr so aussehen haben könnte? Und gerade da stellt sich die Frage, was ist hier eigentlich jetzt passiert? Als erstes die Frage, wieso wir jetzt nicht sehen, ist ganz einfach, weil die Börse zu dem Zeitpunkt geschlossen hatte. Es gibt einzelne Hedgefonds, die haben die Möglichkeit, sogar außenbörsliche Handelsaktivitäten letztendlich einzugehen. Das heißt, sie können auch handeln, wenn die Börse zu hat. Das geht manchmal über andere Börsen, wir haben einzelne Zeitzonen, das wisst ihr, europäische Märkte sind zum Beispiel jetzt vor den US-amerikanischen dran und vor unseren Märkten, also vor europäischen Märkträumen sind auch ebenfalls noch die asiatischen Marktbereiche dran und so kann man zum Beispiel schon im Vorhinein über eine andere Börse direkt die Aktie kaufen, sofern sie an der Börse platziert ist und gerade das ermöglicht es letztendlich einen hier mehrere Geld schon im vorbörslichen Bereich aus unserer Perspektive hier in die jeweilige Aktie zu haben.
Wasser. Das wird jetzt hier aber nicht angezeigt, weil wir jetzt hier bei der amerikanischen Börse sind und diese Handelszeiten gehen, wie gesagt, von 15.30 Uhr bis 22 Uhr und da haben wir halt diesen Zeitraum nicht drin. Das Ganze ist dann noch etwas später passiert. So, damit haben wir die Situation zumindest am heutigen Tag geklärt. AMC Entertainment aktuell ein Plus von ca. 1,65%. GameStop heute mit ca. 6% im positiven Bereich. Die allgemeinen Märkte entwickeln sich eigentlich relativ durchschnittlich. Wir haben wie immer die finanziellen Sektoren den letzten Tagen extrem positiv performt haben. Die deutsche bzw. Bankaktie hat ebenfalls ein schönes Plus erzielt. Wir haben die American Bank, PayPal heute 2% im Minus, aber das war es auch gewesen aus dieser Branche. Hier gibt es erstmal kleine größeren Verlierer. Tesla noch weiter im fallenden Trend. Die einzelnen Energieaktien relativ kontinuierlich auf einer Seitwärtsbewegung positioniert. Gesundheitsaktien, also auch Impfstoffaktien heute teilweise schön im positiven Bereich. Sonst, wie gesagt, ein relativ durchschnittlicher Handelstag. Wir gehen weiter und gucken uns das Volumen an. Was war jetzt hier los? Vielleicht ist teilweise hier ein massiver Abverkauf der jeweiligen Short-Position vonstatten gelaufen. Kann ja sein. Und an der Stelle wollen wir das mal überprüfen. So, die Short-Quote wird hier teilweise auch gleich im unteren Bereich angegeben. Als erstes gucken wir uns aber das Volumen an. Ihr seht die einzelnen gekennzeichneten Balken hier. Jetzt zum Beispiel leicht hervorgehoben, das ist sozusagen der Aktienkurs von der AMC Entertainment Aktie. Die Balken sind das Volumen unterteilt in Netto-Short-Volumen, normales Volumen, totales Volumen. Ihr kennt diese ganze Situation. Und hier haben wir wirklich am gestrigen Tag, es ist natürlich wieder um einen Tag verzögert, etwas größeres Volumen gehabt. Es hat auch relativ stark teilweise auch schon in dieses ganze Umfeld reingepasst. So, wir gehen weiter. Da gucken wir uns einmal kurz das Netto-Short-Volumen an. Auch da ist die Short-Quote hier, was das Volumen angeht, leicht gestiegen, aber nicht so bedeutend stark. Das halten wir fest, das merken wir uns. Wir kommen direkt zur unteren Short-Performance und sehen jetzt aber auch hier, hier ist erstmal gar nicht so viel passiert. Wir haben keinen rasanten Anstieg an der Short-Quote gehabt und keinen starken Absturz an der Short-Quote. Das heißt, es kann laut dieser Statistik nicht da gewesen sein, dass viele Leute im gestrigen nachbörslichen Handel bzw. der Hedgefonds ihre einzelnen Positionen und einzelne Leerverkäufe wieder letztendlich liquidiert haben, leerverkauft haben. Die Short-Positionen wurden beendet. Hier laut dieser Statistik will ich kurz festhalten, denn das ist tatsächlich auch der Punkt, auf den ich aktuell sozusagen auch eingehen würde. Es hängt teilweise mit den News zusammen, aber auf der anderen Seite haben wir natürlich wieder das Covern von einzelnen Short-Positionen, das natürlich auch am gestrigen Abend nachbörslich durchgeführt wurde. Die Leute nehmen hier letztendlich auf Short gegangen sind, nehmen ihre Profite mit und liquidieren im vorbörslichen bzw. aus unserer Perspektive den nachbörslichen Bereich dann erstmal die einzelnen AMC Entertainment Aktien. Dann gehen wir kurz zum Volumen und gucken uns das auch am heutigen Tag an. Ihr seht 11.900 Suchanfragen. Es ist eine relativ durchschnittliche Performance. Es geht besser, es geht schlechter. Wie gesagt, eine durchschnittliche Performance. Damit kommen wir zu AMC Entertainment und stellen uns die Frage, was war das gestern und wie geht es in den kommenden Tagen weiter? AMC Entertainment ist, um die aktuelle Situation mal relativ kurz und prägnant zusammenzufassen, etwas mehr an Konsolidierungsmodus, etwas mehr im fallenden Trend und steht aktuell bei Preisbereichen zwischen 20 und 24 US-Dollar. Diese Werte waren damals zum Beispiel auch am 13. Dezember, da war ich um einen Monat verschoben worden hier. Auch diese Marke war in diesem Monat auch relativ präsent. Das heißt, wir waren da auf diesem Niveau, wo wir aktuell und heutiges Mal auch schon sind, ein genau vor einem Monat, so könnte man schon so fast vermuten. Und gerade hier ist mir so eine interessante Situation aufgefallen. Ihr wisst es, als Chartanalyst betrachtet man die Vergangenheit, um daraus ableitend teilweise auch die Zukunft prognostizieren zu können. Es ist ein Muster, wir nehmen einzelne Muster, fassen diese Kapitel sozusagen zusammen und setzen die sozusagen an das aktuelle Zeitperiode dran, um dann natürlich auch gucken zu können, wie sich die ganze Situation weiterentwickelt. Gehen wir mal davon aus, das hier ist genau der 13. Dezember, den wir jetzt hier in dem Fall am 5. Januar haben. Das heißt, es müsste theoretisch jetzt hier sozusagen der das war ein Tag in der aktuellen Woche halt, ne? Ja, genau. Und da haben wir natürlich jetzt gesehen, dass wir an einem Tag relativ stark gefallen sind. Hier haben wir einerseits, ich will das mal kurz kennzeichnen, ich mache es am besten noch so, das ist ja richtig clever jetzt so. Ihr seht es. Da haben wir natürlich jetzt einen Balken gehabt, den merken wir uns kurz, ich will es kurz. Die Aktie ist in dem Fall gefallen. Ne? Ihr wisst es jetzt hier mit dem Fall gekennzeichnet. Den gleichen Balken haben wir hier auch gehabt. Da fällt AMC Entertainment. Dann haben wir sozusagen den ersten größeren Rückschlag gehabt, aber trotzdem noch kontinuierlich. Das Ganze ging auch noch 2 Tage weiter. Und das haben wir hier aktuell auch. Und dann kam direkt, oder 3 Tage, und dann kam direkt wieder ein positiver Impuls, der das Ganze teilweise wieder nach oben gedrückt hat. Wenn wir jetzt mit diesem Muster weiter agieren, dann dürfte es nicht nur noch nächste Woche Dienstag wieder zu einem steigenden Tempo
Stellen kommen, sodass wir auch hier wieder in erhöhte Preisbereiche reinkommen. Ich will das Ganze mal als Prognose sozusagen zusammenfassen. Ich glaube, der heutige Tag wird gar nicht mal so negativ enden. Das heißt, der nächste Tag ebenfalls in diesem Bereich sozusagen zusammengefasst. Und dann der kommende, beziehungsweise der kommende Dienstag, genau, der wäre dann wahrscheinlich ein etwas größerer Balken. So könnte man das Ganze erstmal vermuten. Es ist, wie gesagt, nur eine Prognose. Wir sehen letztendlich dann auch erst am Dienstag, ob sich das Ganze bewahrheitet hat oder nicht. Für AMC Entertainment ist es aktuell wichtig, dass wir den Kaufdruck steigern und dass die Shortquote fällt. Wenn diese beiden Punkte erfüllt werden, dann kommen wir definitiv wieder in schönere und positivere Preisbereiche rein, kommen durch diese positiven Trendbewegungen auch wahrscheinlich schneller zu unseren Kurszielen bei circa. Erstmal sind das wahrscheinlich meine Kursziele, aber die ersten Werte, die wir anpeilen müssen, wären wahrscheinlich so 30 bis 40, teilweise sogar 50 US-Dollar. Das ist sozusagen die erste Fahne, der erste Ziellauf, wo wir hinkommen müssen. Wenn das geschafft ist, können wir weiter gucken und können auch dann wieder vom Short Squeeze reden. Und an der Stelle würde ich sagen, kommen wir direkt zum gestrigen Video. Ich will noch kurz erwähnen, wir haben 2140 Abonnements. Schaffen wir am heutigen Tag die 2150. Es fehlen, glaube ich, nur noch 5 oder Stück oder 10 Stück in dem Fall. Ja, perfekt, rechnen kann ich auch. Wenn du also neu hier gerade bist und natürlich keine weiteren Videos hier über AMC Entertainment und rund um die Welt verpassen willst, dann lass doch gerne Abonnement da. Vielleicht schaffen wir ja, wie bereits erwähnt, die 2150 Stück. Das war das gestrige Video. Wir kicken kurz rauf hier mit 17 Likes, auch wieder hervorragend platziert. Wir kommen direkt jetzt im Anschluss zu euren 17 Kommentaren und gehen mal durch, was hier letztendlich alles kommentiert wurde. Lupe schreibt, Freitag geht es wohl wieder abwärts. Ja, damit hast du am heutigen Tag teilweise recht gehabt. Doch ein Problem ist es, wie gesagt. Nee, stimme ich dir zu. Wir haben die Zeit auf unserer Seite. Wir können warten, wie auch immer. Das passt alles. Jonas 34384 schreibt hier, mit R habe ich auch noch vergessen. Bei mir ist die Aktie aktuell, in Klammern eine Stunde später, bei 1,2% im roten Bereich. Das ist immerhin besser als die 9% von heute Mittag. Ja, stimme ich dir absolut zu. Dann nehme ich auch lieber die 1,2% im roten Bereich. Ja, Bran schreibt, oder hier Bran. Wir hatten gestern das doppelte Volumen oder der Prozent vom gehandelten Nasdaq, Erika. Wir kaufen viele Optionen durch. Also, wir haben das Handelvolumen extrem hoch gesehen und wir sehen, dass da teilweise auch Optionen hier vonstatten gelaufen werden. Optionen, mit denen man natürlich auch Aktien shorten kann. Das geht weiter. War wie GameStop, AMC Entertainment, Remark und fahren wir ja gleich. Das sind natürlich jetzt die anderen Beispiele, die man natürlich da auch im Betracht ziehen könnte, exemplarisch jetzt, und da haben wir natürlich wieder das gleiche gehabt, dass die Situation alle zum gleichen Zeitpunkt und exakt zu diesen gleichen Minuten förmlicherweise gestiegen sind, deutet wie gesagt auch eher darauf hin, dass sich meine einzelne Hypothese bestätigt, und zwar, dass hier einzelne Short-Positionen gecovert wurden, dass hier wieder mächtig an Short-Positionen liquidiert wurden. Das Ganze könnte bereits erwähnen, auf dieser Kommentar hier ebenfalls stimmen, deswegen passt das. Twiak 85 schreibt, bis 21.01. werde das Niveau noch halten, aber danach Fragezeichen, danach laufen kaum Optionen aus. Lassen wir den Kurs erstmal abgehen. Fragezeichen, ja, man kann es, wie gesagt, die Börse nicht vorhersehen. Ich würde sagen, wir warten die ganze Seite einfach nach. Hier wurde nochmal geschrieben, ebenfalls von Triak 85, 12% gerade im Aftermarket. Ja, ist natürlich sehr schön. Gimli 83 mit ein paar Emojis, Wehut mit ein paar Emojis, KD Nutz mit ein paar Emojis, Björn Bassat. Was redest du denn von wegen Trendwende? Der Kurs hat sich nicht verändert, der sinkt und sinkt und sinkt. Ja, vielleicht hast du den Kommentar ein bisschen zu früh abgeschickt, hättest vielleicht noch mal ein paar Stündchen warten können. Ihr seht es, da waren wir gestern hier bei ca. 20 US-Dollar, wir sind heute bei 22 US-Dollar. Für mich ist das ein Impuls. Keine Trendwende, da stimme ich dir zu, aber ein Impuls. Wir gehen weiter und gucken uns Kyrok an. Du hast schon mitbekommen, dass wir aktuell 9% im roten Bereich waren. Das war gestern, da sind wir einmal kurz gedippt. Dann sind wir auf 0,5% gestiegen und jetzt wieder leicht im Minus. Ja, das sieht aktuell genauso aus, ähnlicherweise auch wie am heutigen Tag. Nice Game schreibt hier, Livestream bin ich dabei. Ja, stimmt, da hast du mich erwischt, denn ich hatte heute leider noch keine Zeit, weshalb das Ganze ausgefallen ist. Livestream kommt auf jeden Fall wieder nächste Woche auf euch zu. Sebastian Wünsche als erster Kommentator mit ein paar Emojis, so muss es sein. Besten Dank wirklich an alle, die dabei waren, an alle gerne auch liken, kommentieren und wie gesagt auch nicht abonnieren vergessen. Vielleicht schaffen wir, wie bereits auch erwähnt, hier die 2150 Abonnements. Würde mich freuen. Bis dahin noch einen schönen Abend. Haut rein, mach's gut und Chibio!